Im 1. Korinther 1,18 steht etwas Interessantes. Ganz ehrlich steht da, dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft vom Kreuz die ganze Macht Gottes. Ich finde das an der Bibel so schön, sie beschönigt nichts. Sie zeigt auf, es gibt Menschen, die finden das unsinnig, was da am Kreuz geschehen ist. Und vielleicht gehörst du dazu, ich habe mal dazu gehört. Dass ich gedacht habe, was soll dieser Blödsinn? Warum musste so etwas Brutales geschehen? Und es gibt Menschen, die haben verstanden, um was es geht. Und für die hat das eine Riesenbedeutung, für die anderen nicht. Und was hier auch noch wichtig ist, ich habe es farblich hervorgehoben, da steht von Verlorenen und Geretteten. Also es gibt zwei Gruppen von Menschen anhand der Bibel. Erstens die Verlorenen und die Geretteten. Es gibt kein Neutralsein, kein Dazwischen. Und das fordert uns zu links oder rechts auf, zu einer klaren Entscheidung auf. Und das macht es für die Menschen oft schwierig, ungerecht. Am liebsten würden wir auch alle dabei haben. Aber jetzt hat Gott diesen Plan gesetzt und wir haben gesehen am Anfang, entweder nehmen wir eine Gerechtigkeit, die wir selber aufstellen, nach menschlichen Ermessen, oder wir nehmen die Gerechtigkeit Gottes. Und die geht nur über Jesus. Und ja, wir wollen jetzt dem noch ein bisschen nachgehen. In Matthäus 7, 13 bis 14 sagt Jesus selber, nur durch eine sehr enge Tür könnt ihr in das Reich Gottes kommen. Der Weg zur Hölle dagegen ist breit und hat ein weites Tor. Viele entscheiden sich für diesen scheinbar bequemen Weg, aber die Tür, die zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin ist schmal, deshalb gehen hier nur wenige. Ich habe da ein Bild dazu gezeichnet, also das ist dann nie perfekt, wenn ich was zeichne, aber es soll es ein bisschen darstellen. Links ist dieser Weg, der ein Ziel hat mit Hölle oder Verdammnis. Er hat ein weites Tor. Er ist breit, so wird er beschrieben. Und es heißt da, viele entscheiden sich für diesen scheinbar bequemen Weg. Rechts haben wir die enge Tür, die oben beschrieben ist, durch die man nur ins Reich Gottes kommen kann. Steht da. Und unten steht, aber die Tür, die zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin ist schmal, deshalb gehen ihn nur wenige. Das sind die Unterschiede. Wichtig ist mal die verschiedenen Ziele. Wenn wir nur die Ziele sehen, nehme ich an, keiner würde sagen, hey cool, ich will auf dem Weg zur Verdammnis, zur Hölle gehen. Das scheint mir attraktiv zu sein. Sondern ich glaube, jeder möchte lieber dieses Ziel zum Leben, zum ewigen Leben haben. Also da muss man sich, wenn man sich auf einen Weg macht, hat man doch ein Ziel vor Augen. Man muss sich ganz bewusst machen, wie erreiche ich dieses Ziel. Jetzt wird das uns hier gesagt. Jetzt von der Grundbedeutung aus dem Griechischen heraus ist breit und weit eigentlich besser zu übersetzen mit grenzenlos. Das heißt, hier drüben hat alles Platz. Alles, was ich letztes Mal erzählt habe, jede Religion, jede Religiosität hat dir Platz. Nur eines hat dir nicht Platz. Diese absoluten Aussagen von Jesus, wo er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin das Licht der Welt und so weiter. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Niemand ist sehr ein enges Wort. Das hat hier nicht Platz. Sonst hat alles Platz. Alles kann sich hier bewegen. Also grenzenlos. Und die enge Tür und der schmale Weg, die enge ist darum so und das schmale ist darum so, weil es nur über eine Person, über Jesus geht. Das macht das Ganze eng. Das alleine macht das Ganze eng. Es gibt keine andere Person, in der Bibel steht, in Apostelgeschichte 4,12, was steht dort, wer weiß es? In keinem anderen Namen ist das Heil gegeben als in Jesus Christus. Und an anderen Orten steht, es gibt keinen anderen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Immer wieder kommt diese Enge zum Vorschein.
Und Jesus sagt das jetzt also selber, dass es wirklich eng ist und dass wenige diesen Weg gehen. Und ich kann mich entscheiden, wo ich hin will. Darum möchte ich jetzt auch eine ganz klare Frage hier stehen lassen, weil es nicht eigentlich meine Frage ist, sondern die Frage von Gott ist. Auf welchem Weg stehst du? Auf dem breiten Weg mit dem Ziel der Verdammnis, der Hölle oder auf dem Weg zum ewigen Leben bei Gott? Weißt du das genau? Ich muss mich ganz persönlich entscheiden, welche Seite ich wähle. Und kein klares Ja zu Jesus bedeutet, ich bin auf der falschen Seite, ich bin auf dem breiten Weg. Ein bisschen Jesus bedeutet, ich bin auf dem breiten Weg. Jesus als gute Person zu sehen, die tolle Wunder und ein gutes Leben geführt hat, ist immer noch der breite Weg. Das alleine reicht nicht. Wenn ich Jesus nicht als den einzigen Retter und Herr sehe, der für meine Schuld gestorben ist, dem ich mein Leben ganz anvertrauen soll und muss, dann bin ich auf dem breiten Weg.